Als ich allerdings dann genau verhindern muss, ist Blut sorgen, sonst heilt sie sich wahrscheinlich. Wie sonst funktioniert eine Vampirfledermaus, ein Vampirdrache? Da wir keinen Mana haben, sollte ich das öfter machen. Oder sterben. Okay. Eine Essenspause für die ganze Gruppe. Oh ja, das Schlangenring des Adlers. Für sie. Das wäre der hier, ja. Okay, Abkürzung schon mal freischalten. Den Weg unten schalte ich peu à peu frei. Nee, das hier war es auch nicht. Ich dachte, weil hier die Vampirfledermaus in der Nähe war. Vielleicht. Aber nein. Scheinbar nicht. Die sind unter mir. Okay. Habe ich das Licht markiert? Nein. So. Das heißt, da kann ich nicht durch. Ich kann nur hier oben durch. Ah, wir haben schon mal ein gutes Stück aufgedeckt und es ist ziemlich verwinkelt hier alles. Neuland. Wieder solche Höhlenkerle. Okay, den Einsturz kann ich mir sparen. Hinter dem geht es nämlich gar nicht weiter. Hi. Ja, Feueratem trifft nur mich. Das ist okay. Den kann ich einmal blocken. Feuerflut sollte ich ausweichen. So, und der Rest ist kein Problem. Hier ist aber auch nur ein Einsturz in eine Richtung. Heiltrank ist gut. Keine seltsam aussehenden Knopfwände. Schade. Hier ist wieder ein Gang unter uns, okay.
Würmer. Nein, verklickt. So. Okay, eine ist down. Ja, komm, der ist für Serikal. Hier geht's wieder ein Stück runter. Ah, zu einem Licht. Keine Knöpfe. Gut, da ist ein L. Mana-Trank ist auch immer gut. Ah, und hier geht's runter, okay. Aber jetzt interessiert mal, packt mich doch gerade die Neugierde. Wo geht's da lang? Dachte ich mir fast schon, dass es... Hi, Jungs. Versuchen wir euch mal wieder schnell zu töten. Auch wenn wir Heilung und alles haben. Okay, da das Erika jetzt gerade das meiste abgekriegt hat. Das sieht creepy aus, ganz ehrlich. Oh, Hast und ein Crit-Trank. Gut. Ich habe davon immer noch die schwächeren Varianten. Nee, auch hier nichts. Oh, zwei von denen. Hier geht's auf jeden Fall runter. Dann erstmal um die beiden kümmern. Tag, Jungs. So, einer ist weg. Der zweite ist auch gleich weg, hoffe ich mal.
Ja. Kurzschwert der Eule. Hier ist auch wieder Licht und so ein Schädel. Wo bin ich? Hier. Ist auch wieder Licht. Gut. Pilze. Diesmal habt ihr mich nicht ganz so erschreckt. Ich mag euch trotzdem nicht. Hier geht's auch nur runter. Oh, hier komme ich. Hier dran vorbei. Ja. Hi. Du bist böse, so wie du aussiehst. Der macht Höllenfeuer. Die Sau macht tatsächlich Höllenfeuer. Wow. Ja, du bist wirklich ein furchtbarer Gegner, ey. Vor allem, du hältst auch noch recht viel aus, muss ich sagen. Mal sehen, ob wir ihn down kriegen, so. Also ich meine, ohne unseren Second DD. Ich lade lieber. Das geht schneller als wegzurennen.
Ich muss nur darf nur nicht vergessen, er macht Höllenfeuer. Und wenn ich aus dem Höllenfeuer rausgerannt bin, muss ich heilen. Ich muss mir bei dem Kampf wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen auch. Wegen Mana-Regeneration und so. Ja, das kostet ja doch recht viel Mana. Und er macht gleich als erstes Höllenfeuer. Ja, einmal wird mich das Höllenfeuer halt immer erwischen. Aber glücklicherweise kann er sich nicht bewegen. Anders als der Boss. Das da mal... Sehr hohe Bedrohung. Ich glaube, ich versuche mal, das so abwechselnd zu machen, dass er auch blutet. So viel zur sehr hohen Bedrohung, hä? So, wieder Höllenfeuer. Und wieder Höllenfeuer. Ich kann halt hier um die Ecke ein bisschen warten, bis ich hochgeheilt bin. Wobei ich glaube, er heilt sich auch, während ich nicht da bin. Oh ja, und er macht dann sofort Instant Höllenfeuer. Okay, ich muss ihn immer sofort gleich wieder engagen, sonst wird das nichts. So, ich glaube aber, das war's dann jetzt für ihn. Außer er macht noch einmal Höllenfeuer. Nein. Ja, Schlangenring des Biests kann ausgetauscht werden bei Talisa. Das wäre der hier. Und ja. Hier wäre dann der nächste.
Fall. Gut. Oh. Sackgasse. Das heißt, wir gehen noch in die Richtung, hierher. Und hier speichere ich erstmal wieder. Das ist jetzt LP015. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder.